Ich bin Rolf Klesen, Patentanwalt und Partner bei Freischem und Partner und heute habe ich zu Gast Dr. Bernd Samland von der Endmark GmbH. Vielen Dank, dass du da bist. Hallo Rolf, schön hier zu sein. Ja, du bist der absolute Experte, was Naming angeht. Wahrscheinlich der Marktführer in Europa, hast du, glaube ich, mal gesagt. Von der Anzahl der Namen, der Markennamen, die wir entwickelt haben, ja, ist das so, ja. Genau, also Stichwort Naming. Was ist denn Naming überhaupt? Das umfasst ja nicht nur Produktnamen oder so. Nein, das ist halt Marken einen Namen zu geben. Das sagt Naming aus, wobei das natürlich eine Dachmarke sein kann. Ein Corporate Brand wie Revonis, Avato etc. Es kann aber auch eine Produktmarke sein, wie ein VW Tiguan oder ein Opel Mokka, um mal so die Bandbreite klar zu machen. Alles, was man kommerziell benennt und das sich von anderen unterscheidet. Darum geht es ja letztendlich. Ja, genau. Und ist sowas wie Zerbase, das hast du ja auch gemacht, den Namen, ist das eher eine Produktmarke oder wie würdest du das einkategorisieren so? Das ist eher eine Produktmarke, wenngleich es halt schon mehrere Services betrifft und umfasst, aber das ist so eine Terminologiefrage letztendlich. Ja. Ich sag mal, Hauptsache man findet es wieder, man identifiziert es und das ist halt wichtig in dem Sinne. Ja. Was sind so die Herausforderungen, wenn man an Naming denkt? Gibt es da irgendwie besondere Schwierigkeiten, die man im Kopf haben muss? Es gibt zwei Herausforderungen. Die erste ist, dass der Grundsatz jeder Markenpolitik widerspricht eigentlich den Grundfunktionen unseres Gehirns. Das wirkt jetzt erstmal komisch. Wieso ist das so? Es ist einfach so, dass eine Marke sich dadurch qualifiziert, anders zu sein als die anderen. Und unser Gehirn reagiert auf alles andere erstmal zurückhaltend. Sprich, alles, was fremd ist, wird erstmal abgelehnt oder besonders geprüft oder verwirrt. Und von daher ist es halt eine Herausforderung, sich frei zu machen von dem, was man kennt, und neu zu denken. Das ist auch eine große Gefahr, die bei Marktforschung besteht. Ja, wenn man zum Beispiel fragt, welche passt der Name X zum Produkt Y? Völlig falsche Frage, weil hätte man das mal gefragt, wenn die Apple-Gründer gefragt hätten, sollen wir unser Unternehmen nach einem Obst benennen? Ja? Oder wenn Renzo Rosso gefragt hätte, soll ich meine Modemarke nach einem stinkenden Treibstoff nennen? Dann hätte es Marken wie Diesel als Modemarke oder Apple als Computermarke nicht gegeben. Das heißt nicht, dass das die einzige Möglichkeit ist, Namen zu entwickeln und dass man so anders sein muss. Aber es zeigt halt, dass es eine Herausforderung ist, eine neue Schublade im Gehirn aufzumachen. Weil ein Markenbild soll sich ja verfestigen. Man soll ja, wenn man den Namen hört, sollte sich die Marke auftun in dem entsprechenden Kontext, in dem man sich bewegt. Und von daher besteht eine Herausforderung darin, dass man sowas auch im Gehirn verankern kann und dann auch akzeptiert, anders zu sein. Das ist die eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung liegt in der puren Masse. Wir haben natürlich eine Entwicklung. Wir haben im Jahr 2006 ungefähr 25 Millionen Markennamen weltweit gehabt, hat die WIPO konstatiert. Und im Jahre 2020 sind es inzwischen 50 Milliarden. Millionen. Ja. 50 Millionen. Das heißt nicht, dass diese 50 Millionen alle in den gleichen Ländern, in den gleichen Markenklassen, in den gleichen Branchen unterwegs sind. Es gibt da sicherlich auch Dubletten, es gibt da auch nicht genutzte Marken darunter. Aber es zeigt doch so ein Indiz, dass es sehr herausfordernd ist, Namen zu finden, die nicht mit den Rechten älterer Marken kollidieren. Ja, genau. Also das ist für mich natürlich auch eine rechtliche Herausforderung. Deswegen machen wir auch immer Recherchen und dann treiben wir die Inhaber von Marken oder Anmelder von Marken in die Verzweiflung, weil wir sagen, ja, also die 10 Kandidaten, die ihr euch ausgedacht habt, klappt leider nicht, denn da gibt es so ähnliche Marken. Aber das berücksichtigt ihr ja auch. Ihr berücksichtigt auch, weiß ich, Linguisten und lauter Faktoren, die da reinspielen können, ob eine Marke funktioniert später oder nicht. Ne? Ja, das ist natürlich eine individuelle Geschichte, die man sich sehr, wo man nicht alle Marken über einen Kamm scheren kann. Mein Beispiel. Natürlich beschäftigen wir Linguisten und fragen, was bedeutet der Name in der und der Sprache, wie wirkt das Ganze phonetisch. Aber es muss nicht unbedingt ein Nachteil sein, wenn ein Name, nehmen wir die japanische Modemarke Uniqlo.
Hätte man jetzt eine semantische Prüfung gemacht der Phonetik und gesagt, Uniklo, was stelle ich mir unter einem Uniklo vor? Das wäre natürlich äußerst negativ. Trotzdem kommt bei der jungen Zielgruppe diese Marke gut an. Also insofern, zweites Beispiel, Banalität, ich muss einen Namen gut aussprechen können, sonst habe ich Probleme. Es gibt ein sehr erfolgreiches Hustenmittel, es heißt Umkaluabo, kommt aus der Kiswahili-Sprache, ist sehr, sehr kompliziert, ich habe es geübt, deshalb Umkaluabo, aber wenn ich in die Apotheke gehe und das Medikament mit U verlange, was ich nicht aussprechen kann, weiß jeder Apotheker, was gemeint ist. Funktioniert trotzdem. Insofern muss es wirklich sehr individuell bewertet werden. Seit wann machst du das eigentlich so, Naming? Mit was hat es angefangen und wie hat sich das so entwickelt und wie viele Namen hast du jetzt überhaupt schon so insgesamt entwickelt? Also ich mache das ja zusammen mit einem Team. Wir sind 10 Mitarbeiter fest und sehr, sehr viele freie Mitarbeiter und wir haben ungefähr 2000 Marken Namen entwickelt seit 1994, also seit 26 Jahren in dem Fall. Ja. Und einige Marken gibt es auch schon nicht mehr. Ja, das ist natürlich gerade auch nach entsprechenden Fusionswellen und anderen passiert das schon mal, es kommen neue dazu. Und ursprünglich ist das natürlich noch, geht das noch weiter zurück, also an die erste Namensbeteiligung, wo ich aktiv beteiligt war, ging es um einen Fernsehsender, ich weiß gar nicht genau, 1988 oder ich glaube 88 oder 89, wahrscheinlich 88, das muss ich nochmal genau eruieren, da war ich Geschäftsführer einer Werbeagentur, einer ganz jungen Werbeagentur und dort hatte ich den Auftrag, einen Namen zu entwickeln für einen Fernsehsender, den Leo Kirch gerade gekauft hatte, der hieß Eureka und der brauchte einen neuen Namen. Und einer meiner Vorschläge war Vox. Der Geschäftsführer Georg Kofler, mit dem ich auch zusammen in Trier studiert habe, insofern kannten wir uns da, aber das ist jetzt nichts zu sagen in dem Zusammenhang, der wollte unbedingt etwas mit 7 haben. Und Vox 7, das spricht sich nicht. 7 war für ihn magische Zahl, Positionierung, so ein 7. Sender unter den neuen Medien insgesamt. Und dann erinnere ich mich an die Situation, dann sagt er, ich bin aber für die 7. Und dann habe ich gesagt, nenn es doch ProSieben und das Ergebnis ist bekannt. Ich muss sagen, ich habe dafür damals kein Honorar bekommen, aber wir haben im Nachgang sehr, sehr viele, ich glaube fast alle Eigenproduktionsformate von ProSieben benannt, sowas wie TAF angefangen bis hin zu Red und was es alles so gibt in dem Zusammenhang das ist dann auch entsprechend honoriert worden. Ja, und Vox gibt es ja auch heute noch. Naja, Vox ist dann die Zweitauflage, das wissen ja viele nicht, das ist schon Inside, dass dann nochmal ein Namen gesucht wurde für einen Fernsehsender, wo ich selbst in der Situation war, Kommunikationsdirektor dieses Fernsehsenders zu sein, der hieß Westschienenkanal und aufgrund des sogenannten Westschienen-Staatsvertrages, aufgrund dessen die Lizenz erteilt worden war, also sehr komplex und wir haben das auch kurz mal getestet und das verstand keiner, Westschienenkanal, also Eisenbahngesellschaft, Schifffahrtsgesellschaft, warum? Und da habe ich dann drei Agenturen beauftragt, einen neuen Namen zu entwickeln. Ich will jetzt keine Namen nennen, aber die Ergebnisse waren, um mal vorsichtig zu sagen, nicht befriedigend. Und teilweise wurden Namen vorgestellt, die auch rechtlich gar nicht verfügbar waren. Und vielleicht kann ich sagen, also eine Agentur hat zum Beispiel den Namen NET vorgeschlagen, NET oder NET 10. Ja? Es wäre auch sehr schwierig zu schützen gewesen und überhaupt, das passte gar nicht. Und da habe ich mich daran erinnert, dass ich ja noch den Namen Vox in der Schublade hatte. Und dann haben wir den nochmal geprüft und gab es auch ein paar Sachen, die dagegen sprachen. Eine Synchrongesellschaft recherchiert, war nur eine Person, Auftrag gegeben, Duldungsvereinbarung geschlossen, fertig. Und das Ergebnis ist bekannt. Der Sender hieß Vox. Ich muss dazu sagen, damals hatte der Sender ein sehr großes Gesellschafterkonsortium. Das war neben Bertelsmann als Initiator, war das dann noch die WestLB, Klammer auf, die ich auch inzwischen umbenennen durfte. Dann die Holzbrink-Gruppe, der Süddeutsche Verlag, also sehr, sehr breit aufgestellt. Und der Sender wurde dann ein Jahr nach Sendestart zunächst an Murdoch verkauft. Dabei wird gemeinhin das Management ausgewechselt. Und bevor ich ausgewechselt wurde, habe ich mich selbst ausgewechselt, habe mich selbstständig gemacht, zunächst mit einer PR-Agentur. Bekam dann aber Anfragen aus dem Kreis der Gesellschaft. Da, nach dem Motto, Herr Samland, Sie haben doch den Namen Vox entwickelt. Wir haben da auch ein Problem, zum Beispiel bei Gruner und Jahr bräuchten wir da einen neuen Namen für dies und jenes. Können Sie uns da weiter
weiterhelfen. Das hat mich veranlasst, mich ganz dem Thema zu widmen, und seitdem besteht mein Leben darin, Namen zu entwickeln und auch Markensprache zu entwickeln, denn Namen sind ja immer Teil einer gesamten Sprachwelt eines Unternehmens, einer Marke. Und du hast schon einige Bücher geschrieben, aber jetzt hast du deine 26 Jahre Erfahrung in einem Buch kondensiert. Ich halte das mal eben hier in die Kamera natürlich. Ne? Ja, das ist schön, ja. Naming für erfolgreiche Marken. Erzähl uns ein bisschen zu dem. Ja, also das Buch basiert in der Tat auf den 26 Jahre Erfahrung, die ich habe, und ich habe halt festgestellt, dass das Thema oft mehr sehr fragmentiert wird nach unterschiedlichen Disziplinen. Und wir haben halt wirklich beim Naming, wie bei kaum einem anderen Feld, so im Marketingumfeld, sehr unterschiedliche Disziplinen, die zusammenwirken. Das geht von der strategischen BWL über Psychologie, über Linguistik, eben bis zum Markenrecht, über das wir gerade gesprochen haben. Das sind alles Dinge, die alle einwirken und die alle ihren Einfluss haben, und das habe ich mal versucht, alles zusammenzufassen, auch anhand von pragmatischen Beispielen, Fallbeispielen, was man falsch machen kann, welche Erfahrungen man sammelt, und natürlich auch das Ganze aufgefüllt mit Tipps und Tricks. Es steht nicht alles in meinen Lehrbüchern, und wir haben ja auch schon in gemeinsamen Rechtsfällen über Tricks und Tricks gesprochen, und davon gebe ich einiges weiter, und weil es selten eine Branche gibt, in der auch so, ich sag mal, Mythen und Irrtümer oder Expertise und Halbwissen so eng beieinander liegen. Also jeder schon mal was von Marken gehört und man weiß etwas, aber das geht durch. Das ist also von Startups bis zu Großkonzernen, bis zu Agenturen, herrscht da wirklich oft ein Halbwissen, von denen, was manchmal zu falschen Schlussfolgerungen führt. Und um damit ein bisschen aufzuräumen, das Ganze noch lesbar und vielleicht auch noch ein bisschen unterhaltend mit der einen oder anderen Anekdote am Schluss versehen, denn letztendlich sollen ja auch Marken Spaß machen und Lesen soll Spaß machen, und ich hoffe, dass das Buch dieses erfüllt. Ich habe da ein Kapitel ganz interessant gefunden, und zwar sprichst du da über IKEA und warum die Leute da so komisch reden. Erzähl doch mal ganz kurz nur dazu was. Naja, IKEA ist eigentlich Benchmark in dem Bereich, dass ich Marken zuordnen kann. Das heißt, wenn ich einen Werbetext von IKEA höre, oder ich höre eine Marke, Aplarö oder Malm oder Björn, dann weiß ich sofort, es ist ein IKEA-Produkt. Und das ist, findet man bei keinem anderen Möbelhersteller zum Beispiel. Also versuchen Sie mal Porta-Möbel, was ist jetzt, wie heißen die jetzt und so weiter. Das hat IKEA in hervorragender Weise geschafft, also auch einen eigenen Sprachstil, auch international, über verschiedene Landessprachen hinweg zu etablieren. Wobei IKEA, das ist so ein kleiner Nebenaspekt, auch derjenige ist, das Unternehmen ist, das seine Marken nicht schützt. IKEA hat ein großes Budget für Konfliktbereinigung in dem Fall, und in einigen Fällen ist es ja auch so, dass Marken gar nicht mehr geschützt werden müssen. Denken wir an das Regal Billy, das hat ist so weit eingeführt, dass es auch natürlich durch die Nutzung allein so einen Bekanntheitsgrad hat, dass dadurch ein Markenschutz gewährt wird. Und wahrscheinlich ist die Produktanzahl von IKEA dann, ich sag mal, sicherlich ein Grund. Wir wissen alle, dass IKEA in der Regel Ortsnamen benutzt. Ortsnamen aus Dänemark, Schweden und Norwegen. Teilweise von ganz, ganz, ganz kleinen Dörfern. Das ist eine sehr originelle Geschichte. Führt manchmal zu Problemen. Es gibt zum Beispiel ein norwegisches Dorf, das heißt Gutfik, mit V geschrieben allerdings. Mhm. Aber Gutfik hat man dann als Namen benutzt für ein Kinderbett, Etagenbett. Das führte natürlich zu extremen Protesten und Problemen. Aber das kann halt passieren, wenn man, also ich sag mal, so viele Marken auf den Markt bringt. Und da gibt es dann eben einen Sortimentswechsel, und beim nächsten Mal, in der nächsten Saison, fand der Name nicht mehr statt. Ganz einfach. Wenn noch die Zuschauer hier im Video dich erreichen wollen mit Fragen oder überhaupt Fragen zum Naming haben, wo erreichen sie sich am besten? Ja, www.endmark.de oder bernd.samland@endmark.de, jederzeit gerne. Okay, und dann empfehle ich natürlich, dieses Buch hier zu kaufen, denn ich habe mal kurz reingeguckt erst, ich habe es noch nicht ganz gelesen, ist auch ganz frisch erst draußen. Aber fantastisch zusammengefasst, all das Wissen, was Bernd in den letzten 26 Jahren gesammelt hat,
Vielen Dank, Bernd, einmal für das Interview, aber auch für das Buch. Ja, vielen Dank, Rolf, für die kleine Promotion hier. Gibt es übrigens bei Amazon, beim Fraunhofer Verlag selber oder auch bei Endmark. Also es ist überall zu bekommen und im Buchhandel natürlich.